Hallo und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ihr seht meinen Kalender. Es geht um meinen Kalender. Und zwar haben wir das erste halbe Jahr im Jahr 2016 schon durch. Und deswegen würde ich euch gerne meine Monate zeigen, meine Kalenderwochen zeigen, so rum. So, ich klebe mir das ja immer ab mit so einem Stickerchen, die ich irgendwo in einem Shop gekauft habe. Und ja, wie ihr sehen könnt, 6 Monate sind schon um. Wir befinden uns im Juli. Und ja, dann fange ich mal an. Das ist meine erste Kalenderwoche im neuen Jahr 2016. Die gefällt mir jetzt so lala. Ich glaube, ich mag doch lieber mit Schwarz schreiben. Aber das kann sich auch noch alles ändern. So, das ist jetzt meine zweite. Die mag ich total gerne, weil ich so, so gerne rosa mag. Und dieses Tape hier mit den Herzchen, echt schön, ja. Gefällt mir sehr gut. Die habe ich, glaube ich, online gestellt. Die gefällt mir auch sehr gut. Gold-Schwarz. Die ist auch wieder schwarz-gold und so Kraft. Ja, die geht so. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade so mein Favorit. Dann haben wir hier wieder eine rosane Woche mit Schmetterlingen. Passt jetzt so gar nicht in Januar, aber das war mir dann auch egal. Ich hatte total Lust, diese Kombi zu benutzen. Jo. Jetzt irgendwie dunkelblau. Ja. Ein bisschen Bäumchen hier. Wir sind jetzt schon in der Woche 5. Und da habe ich auch, glaube ich, ein Blau geschrieben und ein bisschen Schwarz. Das finde ich jetzt aber nicht ganz so schlimm, wenn ich ehrlich bin. So, wieder eine rosane Woche. Ja, alles, was so mit Herzchen Rose zu tun hat, mag ich ja unglaublich gern. Da war jetzt, ja, also nichts, was mir jetzt nicht so gefällt. Vielleicht jetzt passt das jetzt nicht alles so gut zusammen, aber das finde ich jetzt nicht so weiter schlimm. Wieder rosa und ein bisschen schwarz, finde ich auch sehr schön. Das Vögelchen ist vielleicht nicht ganz so toll, aber. Oh Gott, wie nennt man die nochmal? Liegt mir auf der Zunge. Habe ich vergessen. Ach ja, und da war unser Jahrestag. Da waren wir 10 Jahre zusammen. Schön. Also einen Stempel mag ich sehr gerne. Den benutze ich gerne. So, das ist meine einzige rote Woche. Die gefällt mir so lala. Ich glaube, ich mag nicht so gerne rot. Obwohl ich ja so die Tapes einzeln ja total gerne mir anschaue. Aber ich kann sie irgendwie nicht so gut ja, kombinieren. Ja, gefällt mir jetzt nachher nicht mehr so ganz gut. Ja, blau, das gefällt mir sehr gut. Ein bisschen Flieder, Tutu, finde ich schon schön. Und ich streiche auch mal was durch, wenn ich was nicht geschafft habe. Aktuell mache ich das jetzt anders, aber ja, zu dem Zeitpunkt war das noch so. So. Das war, glaube ich, das allererste Mal, wo ich bei den Ideenreich mitgemacht habe. Es war, glaube ich, die Woche. Thema Maritime. Ja, da habe ich mir auf Papier Sachen ausgedruckt und aufgeklebt. Und das war jetzt März. Und dann habe ich meine Kate Spade-Anlagen bekommen und habe dann, glaube ich, den ganzen März nochmal neu gemacht. Ja, da war ich krank. 2 kleine süße Kindchen habe ich hier aufgeklebt. Dann hier haben wir nochmal März. Auch wieder rosa, ne? Dann hier Schwarz-Weiß, was ich auch sehr gerne mag, mit schön Silber. Das sieht man jetzt wegen dem Blitz nicht so gut, aber es sieht eigentlich viel schöner aus, wie auch jetzt in der Kamera. Ja, mag ich sehr gerne, Silber und Schwarz oder Schwarz-Weiß. Und wieder hier mein Stempel, den ich sehr mag. Ach, den benutze ich da auch wieder. Ja, da war Urlaub. Das habe ich relativ bunt gemacht, weil Ostern, Urlaub, wie alles auf einmal. Und auch wenn ich Orange nicht ganz so häufig benutze, gefällt mir diese Woche sehr, sehr gut. Also es ist echt eine sehr, sehr schöne Woche, wie ich finde. Ja. Ja, Monatsdeko mache ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, hier wieder rosa. Da war ich mit meinem Mann verreist. Ganz alleine, ohne Kind. Also die Woche gefällt mir auch sehr gut. Sie ist zwar sehr kindlich mit den Stickern hier, aber ich bin ja auch zwischendurch auch selbst gerne mal kindlich. Immer so ein schmaler Grat zwischen Erwachsensein und kindlich. Und ja, das ist eine sehr kindliche Woche, aber ich mag sie trotzdem sehr, sehr gerne. Da haben wir viele Dinge gemacht in dieser Woche. Man schafft auch in Urlaub viel, viel mehr, als wenn man arbeiten geht. Ja, gefällt mir sehr gut. Da habe ich auch bei einer Challenge mitgemacht.
ich glaube, das war irgendwas mit Vögeln, auch aus der Gruppe, Facebook-Gruppe Ideenreich. Da ging es um Vögel. Die gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Es ist irgendwie, ja, irgendwie gefällt mir das nicht so gut. Weiß auch nicht. Obwohl ich das Tape total mag, ne? Also ich liebe das Tape. So, hier haben wir schon April und da auch wieder mein Stempel. Die Woche gefällt mir sehr gut. Bronze und Mint mag ich auch gerne. Das war auch ein Vorschlag aus der Gruppe. Und dann geht es hier weiter wieder mit Rosa und Grün. Habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Ich liebe diese Kombi unglaublich gerne. Und ja, die Woche gefällt mir sehr, sehr gut. Auch so Sticker von einer lieben Tauschpartnerin. Ja, finde ich sehr schön. So, dann wieder hier die Monatsübersicht. Jetzt haben wir schon Mai. Habe ich auch nicht ganz so viel gemacht, ne? So die zwei Geburtstage. Und da, die mag ich auch total gerne. Die habe ich auch online gestellt. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, gefällt mir sehr gut. Auch die Stickers von KIK, die sind sehr, sehr schön, haben perfekt zu diesem Tape hier gepasst. Mama. Und jetzt mache ich das so, dass ich, wenn ich etwas nicht einhalte, so ein Minus hinmache oder manchmal gar nichts. So, das war, glaube ich, Washi Chaos, was mir jetzt nicht so gut gelungen ist. Dafür finde ich sie total grell und bunt, was ich ja, glaube ich, so auch noch nie gemacht habe. Gefällt mir gut. Kann ich gar nicht so doll motzen. Die gefällt mir auch sehr gut. Also, die meisten Sachen gefallen mir, die ich auch gemacht habe. Ist ja klar, ist ja mein Kalender. Auch so 1, 2 Wochen oder 3 Wochen, die mir jetzt so semi-gut gefallen haben. Jo, die Stick habe ich auch von der gleichen Tauschpartnerin, von dem Stempel her auch. Und Grün und Lila war auch ein. War das nicht auch ein Vorschlag aus der Gruppe? Ja. Da haben wir jetzt wieder Schwarz, Weiß, Silber. Ja, die ist auch okay. Nicht meine Lieblingsfarbe, aber die ist auch schön. Ist nicht schön. Mein freches Kind, kannst du bitte deine Kommentare für dich behalten? Ja. Super, danke. Wieder grün-lila. Ich glaube, das war aber jetzt der Vorschlag aus der Woche. Ja, die ist gut. Da waren wir auch wieder auf einem Kindergeburtstag. Wo? An einem Samstag waren wir auf dem Kindergeburtstag. Ja. So, jetzt haben wir schon Juni. Ja, da hatte ich Und auch 3 Geburtstage. wann haben wir Winter? Das kommt erst noch. Hier wieder so rosa mit Blümchen und Herzen. Yay. Ja, habe Aber ich auch gern angeschaut. ich gucke mal Herzchen. Herzchen sind hier oben. Ja. So. Schön. Und ein bisschen Gold. Haha. Gold kann immer. Ja, hier haben wir Bronze, Und Rosa. hier auch. Ja, so rosa und bläulich, die finde ich auch cool. Cool. Ja, finde ich voll schön. Mama, alles gleich. Und alles gleich. Ja, gut. So. Ja, das war meine Tulpenwoche. Und glaube, das war auch die letzte Woche, die ich jetzt irgendwie online gestellt habe. Weil danach, ja, ist bei mir privat was passiert und dann hatte ich dann nicht so die Bedürfnis, Mama. Videos so zu drehen. Da war ich auch 2 Wochen krank. Soll ich dir mal was zeigen? Nein, Schatz, jetzt Mama, nicht. bitte, mein Die Woche kennt ihr ja auch Kindergarten. nicht von Mama, mein mir. Kindergarten. Da ist wirklich mein Kindergarten. Nein, da ist nicht dein Kindergarten. Doch, ich habe das gesehen, die Wand mit weiß. Okay, ist in Ordnung, ja? Ja, die Woche habe ich, glaube ich, nicht gepostet. Die habe ich so für mich relativ schnell gemacht. Innerhalb von, glaube ich, 30 Minuten war die auch fertig. Und ja, ein paar Dinge einfach so, die ich zu erledigen hatte. Babybuh. Und auch wieder rosa. Babybuh. Ja, und dann haben wir auch schon Juli. Luli. Ja, da kann ich euch kurz noch zeigen, auch wenn das nicht ganz zu den ersten 6 Monaten dazugehört. Das ist jetzt meine Monatsübersicht und da hat mein kleiner Sohn Geburtstag, der hier die ganze Zeit neben mir sitzt und mitsprechen muss. Er wird 4 Jahre alt. Und ja, die Woche habe ich, glaube ich, auch veröffentlicht. Ich glaube auf Instagram oder Facebook, ich bin mir gerade nicht so sicher. Die gefällt mir sehr gut mit den Rahmen. Das hat echt lange gedauert, das alles auszuschneiden. Mama, ich Und meinte, das ist mein Kindergarten. nicht nee, nur ein Sticker. Ja, die finde ich auch sehr, sehr schön. Doch mit weiß und Haha, da hat gelb. er schon gewonnen. Ja, yeah. Und
Das Spiel danach dann leider nicht mehr so. Und das ist die Woche, in der wir uns gerade befinden. Mama, wieder so schwarz-weiß, wieder das Tape habe ich schon raus. Ja, schon mal benutzt, aber ich finde das sehr schön, auch wenn es sehr viel von dem Tag wegnimmt. Aber trotzdem kann man da noch immer was reinquetschen. Ja, und das war's dann auch. Die nächste Woche ist die Woche von meinem Sohn, wo ich es relativ hübsch dekorieren möchte. Und jetzt werde ich auch den Batzen hier aussortieren und die nächste Hälfte aus diesem Jahr einsortieren. Und ja, ich hatte jetzt nicht allzu viel dazu zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Ging relativ schnell. Und ja, es macht mir immer noch sehr viel Spaß zu dekorieren, auch wenn ich nicht das Video oder wenn ich nicht die Deko unbedingt filme. Aber ich habe da mal Spaß dran und freue mich sehr, das mir anzuschauen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und noch einen schönen Tag. Tschüss. Noch eine kommt.